Servus Leute, mein Name ist Andi. Heute soll es um den neuen Mixer von Pioneer gehen, und zwar den DJM A9, der letzte Woche vorgestellt wurde. Welche Neuerungen gibt es? Ich habe das Gerät schon hier und auch schon testen können. Und lohnt sich das Update vom DJM 900 Nexus 2? Das klären wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei. Einige DJs stellen sich aktuell sicher die Frage, soll ich mein DJM 900 Nexus 2 jetzt verkaufen und mir einen DJM A9 zulegen? Immerhin ist die Einführung des DJM 900 Nexus 2 schon 7 Jahre her. Ich selbst hatte bis vor kurzem noch den DJM 900 Nexus 2 und habe ihn dummerweise voreilig verkauft, da ich Ende November letzten Jahres bereits wusste, dass der Nachfolger in den Startlöchern steht. Die Neuerungen am DJM A9 sind aus meiner Sicht zwar nice to have, aber nicht unbedingt ein Grund, vom DJM 900 Nexus 2 zum DJM A9 zu wechseln. Ich bereue es ein wenig, muss ich sagen, meinen DJM 900 Nexus voreilig verkauft zu haben. Bevor du dich jetzt auch voreilig dazu entscheidest, deinen DJM 900 Nexus 2 zu verkaufen und dir einen DJM A9 zuzulegen, möchte ich dir zumindest kurz alle Neuerungen und Veränderungen vorstellen und jeweils auch meine persönliche Meinung zu der einen oder anderen Neuerung äußern. Dann kannst du auch selbst entscheiden, ob ein Wechsel sinnvoll ist oder nicht. Welche Neuerungen gibt es am DJM A9? Erstens zwei getrennte Kopfhörerausgänge. Manche sagen längst überfällig und manche sagen, braucht kein Mensch, denn DJ 1 klingt sich aus, DJ 2 klingt sich ein oder man nutzt für die kurze Übergangszeit die gleichen Headphones. Ab dem DJM 900 Nexus 2 gab es ja schon die Möglichkeit, zwei Kopfhörer anzuschließen. Ein kleiner und ein großer Klinkenanschluss, allerdings nicht über zwei unabhängige Headphone-Sektionen. Das ist jetzt der Fall. Also manche DJs finden es eher störend, wenn zwei Kabel am Mixer hängen, vor allem wenn sich die Ausgänge links und rechts vom Pult befinden, anstatt direkt nebeneinander oder untereinander. Je nachdem, wo DJ 1 und 2 in der DJ-Kanzel stehen, kann es auch hier schon mal vorkommen, dass man sich mit den Kopfhörerkabeln gegenseitig bondagt. Ich für meinen Teil finde die Entscheidung dennoch gut, zwei voneinander getrennte Kopfhörereinheiten im neuen DJM A zu integrieren. Man muss sie ja nicht zwingend nutzen, aber es ist schön, sie zu haben. Zweitens die Stagehand-App. Die Stagehand-App dient in erster Linie Tontechnikern, die mit der App zum Beispiel Signalpegel und den Status der Regler des DJs überwachen können, um Einstellungen im Soundsystem besser anpassen zu können. Man darf nicht vergessen, der DJM A9 ist ein Mixer, der primär für große Diskotheken und Festivals gebaut und vermarktet wird. Von daher ist die App sicher eine sinnvolle Sache für Techniker, die in großen Clubs und auf großen Veranstaltungen und Festivals die Einstellungen des Mixers entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und der angeschlossenen PA per iPad einstellen, überwachen und notfalls eingreifen können, ohne direkt am Mixer rumfummeln zu müssen, während der DJ gerade auflegt. Ebenso kann die App von Lightjays genutzt werden, um beispielsweise Lightshows auf die vom DJ gespielte Musik besser abstimmen zu können. So sieht der Lightjay beispielsweise auf der Stagehand-App, wenn ein Break kommt, und kann die Lichtstimmung zeitgenau anpassen. Die Stagehand-App dient zur Überwachung und zur Änderung der Einstellung am DJM A9, aber nicht zur Fernsteuerung des Mixers, denn das ist nicht möglich. Was wiederum möglich ist, man kann die im gleichen Netzwerk angeschlossenen CDJs zumindest eingeschränkt fernsteuern, also Start, Stopp und beispielsweise Vorspulen. Drittens, drei neue BeatFX-Effekte. Pioneer DJ hat dem DJM A9 drei neue BeatFX-Effekte in der Effekteinheit gegönnt, und zwar Möbius, Triple Roll und Triple Filter. Die Anzahl der BeatFX-Effekte ist mit 14 Effekten gleich geblieben. Es wurden nämlich auch gleichzeitig drei richtig coole Effekte, die beim DJM 900 Nexus 2 noch vergönnt waren, wieder rausgeschmissen. Und zwar Pitch, Slip Roll und Vinyl Break. Manche könnten jetzt argumentieren, ja, Vinyl Break braucht man ja eh nicht. Das funktioniert ja bei den CDJs über den Vinyl Speed Adjust Regler, und da kann man ja einstellen, wie entsprechend der Track oder der CDJ stoppen soll. Und genauso eben bei den Vinyl-DJs, die beim Technics 1210 für den Effekt auch nur auf Stopp drücken müssen.
Ja, das ist grundsätzlich zwar richtig, aber man stoppt den Track dann eben auch, wohingegen der Track beim Verwenden des Vinyl Break Effekts am DJM 900 Nexus 2 weiterläuft und man sofort wieder in den Track einsteigen kann, vergleichbar mit der Slip-Funktion an den CDJs. Die neuen Effekte sind aus meiner Sicht leider auch eher unbrauchbare Effekte und daher zumindest für mich keine Verbesserung. Die vierte Neuerung, der DJM 9 verfügt nun über eine 48 Volt Phantomspeisung. Dadurch kann man nun zusätzlich zu den normalen Mikrofonen auch Kondensatormikrofone anschließen. Diese Neuerung kann ich tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen. Der DJM A9 wird zumindest aus meiner Sicht eher nicht im Studio verwendet, da in Tonstudios für Vocalaufnahmen in der Regel hochwertige Audio-Interfaces genutzt werden und kein DJ-Mixer. Die fünfte Neuerung ist Push-to-Talk. Beim DJM A9 kann man nun über die Einstellung festlegen, dass beim Aktivieren des Mikrofons über den neuen Push-to-Talk-Button automatisch die Monitorboxen deaktiviert werden, die über die Booth-Out angeschlossen sind, um Rückkopplungen bei der Nutzung des Mikrofons zu unterbinden. Eine der Neuerungen, die ich sehr sinnvoll finde. Die sechste Neuerung sind die integrierten Mikrofoneffekte. Das heißt, der DJM A9 hat eine ganz neue Mikrofonsektion bekommen, dass der Mikrofonkanal nun per Knopfdruck und Parameterregler sofort ein Reverb, also ein Raum oder ein Echo zugeteilt werden kann, finde ich persönlich eine sinnvolle Verbesserung, denn es kann ja durchaus sein, dass der DJ selbst einen BeatFX-Effekt zum Mixen benötigt und zusätzlich zum Beispiel eine Sängerin am Start ist, die ebenfalls ein Reverb und ein Delay benötigt. Das würde zum einen nicht funktionieren, da man über die BeatFX-Sektion dem Mikrofon immer nur einen einzigen Beat-Effekt zuweisen kann, also entweder ein Reverb oder ein Delay und auch nur einem oder allen Kanälen gleichzeitig zugewiesen werden können. Somit könnte der DJ lediglich den einen ausgewählten BeatFX-Effekt zum Mixen und für das Mikrofon der Sängerin nutzen. Daher ist die Integration der separaten Mikrofoneffekte eine sinnvolle Verbesserung. Die Spaßeffekte Megaphone und Pitch hätte ich jetzt persönlich weggelassen und lieber dem Mikrofon 2 ebenfalls eine separate Effekteinheit gegönnt. Ich kenne tatsächlich niemanden, der die Effekte Pitch und Megaphone ernsthaft nutzen würde. Es sei denn, er ist ein Scooter-Fanboy oder arbeitet irgendwie, was weiß ich, auf dem Rummelplatz als Animateur bei der Wilden Maus. Die siebte Neuerung sind zwei zusätzliche USB-Anschlüsse mit Typ C. Also das heißt, der Laptop kann jetzt auch über USB-C angeschlossen werden, zusätzlich zu den zwei USB-Anschlüssen von Typ B. Dies ist aus meiner Sicht eine gute und zukunftssichere Entscheidung. Schön wäre allerdings noch gewesen, wenn die USB-C-Anschlüsse auch für das Aufladen des Laptops genutzt werden könnten. Tun sie leider aber nicht. Die achte Neuerung sind die besseren Kanalfader. Ich fand die Kanalfeder des DJM 900 Nexus 2 schon wirklich extrem gut. Allerdings fühlen sich die Kanalfeder des DJM 9 noch etwas besser an. Das muss man wirklich sagen. Sehr gut gemacht. Klasse. Die neunte Neuerung ist der neue Magwell Crossfader der dritten Generation. Er soll nun noch besser sein. Das kann ich jetzt leider gar nicht beurteilen, da ich selbst grundsätzlich nie mit dem Crossfader arbeite. Für mich fühlt sich der neue Crossfader im Grunde genauso an wie beim DJM 900 Nexus 2. Also signifikante Unterschiede sind mir jetzt nicht aufgefallen. Ja, der zehnte Punkt ist, dass der DJM A9 über einen besseren Klang verfügen soll. Der DJM 900 Nexus 2 war aus meiner Sicht klanglich eigentlich nicht mehr zu toppen. Den von Pioneer DJ beworbenen besseren Klang seitens des DJM A9 durch den neuen 32-Bit Digital-Analog-Wandler für hochauflösenden Sound von ESS Technology kann ich in meinem Studio jetzt nicht heraushören. Ich bin aber auch kein Maßstab mit meinen 51 Jahren, denn mit zunehmendem Alter ist es eh immer schwieriger, bestimmte Frequenzen herauszuhören und dadurch gerade für ältere Semester wie mich, also eigentlich nicht hörbar. Grundsätzlich bin ich aber auch der Meinung, dass man solche marginalen Unterschiede nur von wirklich sehr geschulten Ohren erkennbar sind. Dass man in einem Club oder gar auf großen Festivals klanglich irgendwelche Unterschiede zwischen dem DJM 900 Nexus 2 und dem DJM A9 hört, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Der DJM A9 klingt also definitiv gut, also sehr gut, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Der 11. Punkt ist der Booth EQ. Der Booth-Ausgang ist das Signal für die Monitorbox. Der DJM A9 verfügt nun über einen Zweiband-EQ für den Booth-Ausgang. Die Buttons, muss ich sagen, sind leider extrem klein und fühlen sich eher an wie zwei kleine Brustwarzen als wie Mixer-Potis. Grundsätzlich ist der Booth-EQ nicht verkehrt. Ich persönlich habe in meinen 30 Jahren als DJ zwar bisher nie einen EQ für die Monitorbox vermisst, aber dennoch findet diese Neuerung bei dem einen oder anderen DJ garantiert seine Anwendung. Was ich jedoch also wirklich schade finde, ist, dass der Balance-Regler für das Master-Signal dafür weggefallen ist, der beim DJM 900 Nexus 2 genau an der Stelle noch vorhanden war. Die Master-Balance kann man zwar noch über die Utility-Einstellungen verändern, aber ein spontaner Eingriff in die Master-Balance ist leider eben nicht mehr möglich beim DJM A9, ne? Weil der Regler fehlt da jetzt. Der 12. Punkt ist die Kanaleffektauswahl. Diese Funktion ist aus meiner Sicht eine wirklich sinnvolle Verbesserung am DJM A9 gegenüber dem DJM 900 Nexus 2. Man kann nun sofort über 8 Knöpfe den Effekt aus der Effekteinheit entweder einem Kanal, dem Master, dem Mikrofon oder Crossfader Sektion A oder B zuweisen. Beim DJM 900 Nexus 2 musste man dafür mit einem Drehregler herumdrehen, also schnelle Zuweisungen bzw. Wechsel der Zuweisungen eines BeatFX-Effektes war zwar möglich, aber doch etwas umständlich. Punkt 13 ist die Bluetooth-Konnektivität. Auch das finde ich eine sehr, sehr gute Neuerung. Allerdings hätte ich mir hier gewünscht, mehrere Bluetooth-Geräte mit dem Mixer koppeln zu können und jedem Kanal ein eigenes Bluetooth-Gerät zuweisen zu können. Man kann hier nur ein einziges Gerät per Bluetooth koppeln und einem oder mehreren Kanälen zuweisen. Der 14. Punkt ist das neue X-Pad des DJM A9. Ich kann mich aktuell mit dem neuen X-Pad noch nicht so richtig anfreunden, vielleicht ist es aber auch Gewöhnungssache. Beim DJM 900 Nexus 2 konnte man beispielsweise direkt 8 verschiedene Taktungen sofort per Touch auswählen. Beim DJM A9 sind es jetzt nur noch 6 Taktarten. Die 15. Neuerung ist das neue Farbdisplay. Das Display sieht etwas moderner aus, wobei ich die Informationen beim bisherigen Display des DJM 900 Nexus 2 sehr gut ablesen konnte und ich hier nichts auszusetzen hatte. Durch das neue Farbdisplay hat man auch manchmal das Gefühl, man könnte die Taktarten für die Effekte direkt auf dem Display auswählen. Ich glaube aber, das wird nur am Anfang so sein. Auf jeden Fall ist es kein Touch-Display. Die 16. Neuerung ist die Center-Lock-Funktion. Diese Funktion kann man für die Color-Effekt-Regler aktivieren und deaktivieren. Bei Aktivierung der Funktion soll vermieden werden, dass der DJ beim Zurückregeln der Color-Effekte aus dem Low- oder High-Bereich über den Mittelpunkt, also die 12-Uhr-Stellung oder 12-Uhr-Position hinausregelt. Man kann die Funktion ja auch deaktivieren, dann fühlen sich die Color-Effekt-Regler genauso an wie beim DJM 900 Nexus 2, würde ich jetzt sagen. Die 17. Neuerung, es gibt jetzt 2 getrennte Cue-Buttons pro Kanal für den DJ 1 und DJ 2 oder DJ A und DJ B. Sinnvoll und völlig berechtigt, um einander nicht in die Quere zu kommen bei der Übergabe von DJ A und DJ B bzw. Back-to-Back. Ebenso finde ich die Entscheidung von Pioneer gut, dass man die Cue-Buttons für Headphone B, also DJ B, kleiner gestaltet hat als die von DJ A, um beiden DJs eine bessere Orientierung zu ermöglichen. Der letzte und 18. Punkt ist die neue Multi-IO-Sektion. Neben den BeatFX-Effekten gibt es beim DJM A9 nun die Möglichkeit, zusätzlich über die neue Multi-IO-Sektion weitere externe Effekte einzubinden und per Kanalregler als echte Send-Effekte einem oder mehrere Kanäle zuzuweisen. Wahlweise kann das Effektsignal über den 6,3 mm linke Return-Eingang auf der Rückseite oder per USB-Anschluss auf der Oberseite, zum Beispiel mittels iPad über die RMX 1000 App eingeschleift werden. Aber nicht nur Effekte, sondern auch Signale wie beispielsweise Spotify über ein Smartphone können über den USB-Anschluss angeschlossen werden und per Send-Regler einem Kanal zugewiesen werden. Was ist noch wichtig zu wissen? Der DJM unterstützt auch Rekordbox und Serato DJ Pro.
Bei Serato DJ Pro muss man allerdings eine Lizenz erwerben bzw. besitzen, um Serato DJ Pro nutzen zu können. Der DJM A9 verfügt nun über ein Netzanschlusskabel, welches gegen versehentliches Herausziehen geschützt ist. Gibt es auch Dinge, die ich schlechter finde am DJ A9 als am DJM 900 Nexus 2? Ja, gibt's. Und zwar zum einen, wie gesagt, diese Balance-Poti, den hätte ich ganz gern beibehalten. Der Platz musste ja jetzt für den Zweiband-EQ des Booth-Ausgangs, also Höhen und Mitten, weichen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Sicher sehen das viele von euch komplett anders. Dann der zweite Punkt wäre der Austausch der BeatFX-Effekte Möbius, Triplet, Filter und Triplet Roll gegen Vinyl Break, Slip Roll und Pitch. Und der dritte Punkt, also der DJM A9 ist mir persönlich mit dem Gewicht von 10,2 Kilogramm und den Maßen von 40,8 cm Breite und 45,8 cm Tiefe zu groß und zu schwer. Gerade wenn man den Mixer hin und wieder mal transportieren muss. Der DJM 900 Nexus 2 wiegt 8 Kilo, also mehr als 2 Kilo weniger. Zudem ist der DJM 900 Nexus 2 mit einer Breite von 33,3 cm und einer Tiefe von 41,4 cm, ganze 7,5 cm schmaler und 4,5 cm kürzer. Also ich muss sagen, der DJM A9 ist wirklich ein absolutes Monster und das ist eher nicht positiv gemeint. Die Verbesserungen am DJM A9 sind meiner Meinung nach viele kleine Dinge, die den Mixer zwar ein klein wenig besser machen, aber dafür eben auch unübersichtlicher und reparaturanfälliger. Denn je mehr Teile verbaut sind, umso mehr kann auch eben kaputt gehen. Ob man als DJ tatsächlich von den Verbesserungen am DJM A9 profitiert, hängt vom DJ selbst und vom entsprechenden Einsatzgebiet ab. Für größere Clubs und Diskotheken oder Festivals, für die der Mixer ja primär auch gedacht ist, sind die Neuerungen aus meiner Sicht eine wirkliche Verbesserung gegenüber dem DJM 900 Nexus 2. Für kleinere Clubs, für DJs, die das Gerät nur für zu Hause nutzen wollen und für Wedding-DJs eher nicht zu empfehlen, da er diesen Zielgruppen keinerlei nennenswerten Innovationen gegenüber dem DJM 900 Nexus 2 bietet, also das ist zumindest meine Meinung. Zudem ist er viel zu schwer und zu groß für den Transport und vor allen Dingen zu teuer. Hier würde ich eher den DJM 750 MK2 empfehlen, beziehungsweise den Nachfolger, der in Kürze ja eh erwartet wird. Was hätte ich mir am neuen DJM A9 gewünscht? Also zum einen XLR/6,3 mm Kombibuchsen für beide Mikrofoneingänge, anstatt nur einen Kombibuchse für Mikrofon 1 und ein 6,3 mm Klinkenanschluss für Mikrofon 2. Dann, also ich hätte dem neuen DJM A9 mindestens 3 LAN-Anschlüsse gegönnt, um keinen zusätzlichen LAN-Hub oder Switch mehr anschließen zu müssen, welchen man ja für die Verbindung zweier CDJs mit dem DJM A9 nach wie vor braucht, um beispielsweise Tracks über Touch Preview oder Touch Cue vorhören zu können. Eigentlich ein Unding aus meiner Sicht, dass man das beim neuen DJM A9 nicht berücksichtigt hat, aber naja. Ja, jetzt müsst ihr entscheiden, sind euch die Neuerungen den Wechsel zum DJM A9 wert oder nicht? Vor allen Dingen der Preis von 2.800 Euro ist natürlich happig. Ja. Und wenn man schon einen DJM 900 Nexus 2 besitzt, der auch nicht allzu alt ist, würde ich persönlich dazu tendieren, den Wechsel nicht vorzunehmen. Es sei denn, ihr seid Clubbesitzer größerer Clubs oder ihr habt vor, irgendwelche Festivals auszustatten mit den Geräten. Dann macht es durchaus Sinn, hatte ich ja schon erwähnt, aus welchen Gründen. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.